Jo, hey Leute, mein Name ist Tim und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Schwert und Schild Guide. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bei euch für das super positive Feedback zu meinem letzten Giga Dynamax Guide Video bedanken. In diesem Video habe ich euch gezeigt, wo ihr die ganzen verschiedenen Giga Dynamax Formen finden könnt und zu was für einer Prozentchance sie auftauchen. Das Ganze kam sehr gut bei euch an und es freut mich, dass ich einigen von euch damit helfen konnte. Dennoch haben mich einige Leute gefragt, Tim, gibt es denn nicht irgendeine Möglichkeit, dass man die Chance auf einen Giga Dynamax Pokémon erhöhen kann? Denn auch wenn ich weiß, wo ich das Pokémon finde, ist es doch eher schwierig, eines zu encountern, denn wie gesagt, man braucht einen violetten Lichtstrahl, diese Lichtstrahle müssen aus den richtigen Raid-Nestern kommen und selbst dann hat man nur eine 5-10%ige Chance, ein Giga-Dynamax-Pokémon zu encountern. Natürlich, da habt ihr recht und zum Glück gibt es tatsächlich eine Möglichkeit, ganz, ganz leicht das Giga-Dynamax-Pokémon seiner Wahl zu jagen und zu farmen, wenn man sogar so möchte. Und das Ganze funktioniert, wie ich auch schon in meinem EV-Training-Guide gezeigt habe, über denselben Exploit, den sogenannten Raid-Exploit, der das Ganze einfach massiv erleichtern wird. So, dafür werden wir uns erstmal in die Megalith-Ebene begeben und ein Giga Dynamax Machomai suchen. Das ist wie gesagt ein Pokémon-Schwert-exklusives Pokémon. In Pokémon-Schild erwartet euch hier ein Giga Gengar. Nun sind wir hier an dem Nest, wo man Giga Dynamax Machomai encountern kann. Und wir brauchen zuallererst hier einen lila Lichtstrahl, also einen violetten Lichtstrahl. Dazu muss ich noch kurz sagen, in meinem letzten Guide habe ich gesagt, dass es Giga Dynamax Pokémon nur aus violetten Lichtstrahlen gibt. Einige Leute meinten dann aber, ich habe schon eins aus einem roten encountert. Das liegt einfach daran, dass es aktuell bis zum Januar ein Event gibt, bei dem bestimmte Giga Dynamax Pokémon auch in roten Lichtstrahlen vermehrt auftauchen. Das sind in Pokémon Schwert, Kamalm, Smetbo und Sandaconda und in Pokémon Schild ebenfalls Smetbo, Cramor und Infernopod. Das Ganze ist aber nur bis Januar beschränkt. Grundsätzlich tauchen Raid-Pokémon nämlich nur, also Giga Dynamax-Pokémon, nur in violetten Raids auf. So, nun sind wir jedenfalls hier an dem richtigen Nest. Hier kann ein Giga Dynamax Machomai zu einer 5% Chance aus einem violetten Raid erscheinen. Und zuallererst brauchen wir natürlich besagten violetten Raid. Dafür müsst ihr nur zwei Dinge vorher checken. Und zwar braucht ihr zuallererst ausreichend Wunschbrocken. Ich habe in diesem Fall jetzt 30 Wunschbrocken parat, das ist mehr als genug, denn es gibt einen zweiten Trick, den ich euch heute zeigen werde, der sogar sehr wunschbrockensparend funktioniert, aber mehr dazu gleich. Und ihr dürft keinen weiteren violetten Raid in eurer Naturzone haben. Schaut euch also vorher einmal gut in der Naturzone um. Wenn ihr irgendwo einen violetten Raid seht, müsst ihr diesen zuvor beenden, denn ansonsten kann hier kein Rare Raid oder also kein violetter Raid heraus entstehen. Aber gut, nun sind wir an dem entsprechenden Nest angelangt und zuallererst speichern wir das Spiel, denn die ganze Strategie beruht darauf, dass wir unser Spiel immer wieder resetten und neu starten, bis wir den richtigen Raid bekommen. Wie das funktioniert, fragt ihr euch? Das zeige ich euch jetzt. So, wir sprechen das Nest an, also wir interagieren damit, werfen einen Wunschbrocken rein und werden dann gefragt, ob wir das Spiel speichern. Normalerweise ist es dann nämlich so, wie gesagt, das Spiel speichert und wenn hier ein roter Raid rauskommt, dann können wir unser Spiel nicht neu starten, um den zu resetten, denn das Spiel hat gespeichert. Und wir müssen den Raid erst beenden, um einen neuen Wunschbrocken reinzuwerfen, in der Hoffnung, dass dann ein violetter Raid herauskommt. Das Ganze ist allerdings sehr zeit- und ressourcenfressend, aber es gibt einen kleinen Trick, um das zu umgehen. Denn, wenn wir jetzt hier gefragt werden, ob wir speichern möchten und wir drücken Ja, dann gehen wir ins Home-Menü, drücken nochmal den Home-Button, um wieder ins Spiel zu kommen. Drücken nochmal den Home-Button, drücken ihn nochmal und dann können wir sehen, langsam aber sicher, bevor der Speichervorgang abgeschlossen wird, welche Farbe der Lichtstrahl hat. Das Ganze nennt sich aus der Speedrun-Sprache heraus Pause-Buffern. Das heißt, wir drücken so lange den Home-Button, bis wir sehen, welche Farbe der Lichtstrahl des Raids hat. Wenn der Lichtstrahl eine rote Farbe hat, also rot ist, dann wissen wir, es ist ein normaler Raid. Wir können das Spiel beenden, es neu starten und dann werden wir nach wie vor ein leeres Nest vorfinden und können wieder einen Wunschbrocken reinwerfen. Natürlich haben wir auch dann keinen Wunschbrocken verloren, denn theoretisch haben wir dieses Nest niemals getriggert. Man speichert also das Spiel vor dem Nest, kann dann das Nest ansprechen und bevor der Speichervorgang abgeschlossen ist, startet man das Spiel einfach neu. Man behält seinen Wunschbrocken und kann das Ganze von vorne machen, bis man irgendwann die 10% Chance trifft und ein violetter Raid daraus entsteht. So, in diesem Fall hatten wir wieder einen roten Raid und das Ganze müsst ihr so oft machen, bis ein violetter Raid dabei herauskommt. Startet euer Spiel also einfach so lange, bis ihr irgendwann einen violetten Raid bekommt. Ihr seht, ich habe jetzt mittlerweile einen bekommen. Das hat jetzt vielleicht 5 Minuten gedauert.
Das ist wie gesagt eine 10% Chance, dass man so einen violetten Raid bekommt. Also falls es bei euch vielleicht etwas länger dauert, lasst euch davon nicht entmutigen. Ihr werdet früher oder später einen bekommen. Falls euch das Pause-Buffering, by the way, etwas schwer fällt, ist es außerdem noch zu empfehlen, dass ihr in die Einstellung eures Spiels geht und das Texttempo auf 1 runtersetzt. Ihr seht, wie langsam der Text dabei eingetippt wird. Es ist damit also sehr viel leichter, den Home-Button zu drücken, bevor der Speichervorgang, also die Textbox, abgeschlossen ist. Aber gut, nehmen wir an, ihr habt jetzt euren violetten Raid bekommen. Gehen wir einmal rein und wir sehen, wir haben hier einen Stufe 3 Legios. Das ist nicht das Pokémon, das wir wollen. Und nun kommt diese Methode ins Spiel, die ich schon in meinem EV-Training-Guide demonstriert habe, nämlich diesen Raid-Exploit. Wir suchen also nach Mitspielern, gehen jetzt wieder ins Home-Menü, gehen auf die System-Einstellungen und ändern wieder das Datum um einen Tag vor. Stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr nicht die Uhr mithilfe des Internets synchronisiert, denn sonst könnt ihr hier unten nicht drauf zugreifen. So, das ist die einzige Möglichkeit, dem Spiel vorzugaukeln, dass wirklich in-game 24 Stunden abgeschlossen sind und ihr dadurch einen neuen Raid encountern könnt. Der violette Raid verschwindet dadurch, wie ihr seht, nicht, aber das Wetter ändert sich, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Und wir kriegen nochmal 2000 Watt, ist also auch eine sehr gute Methode, um Watt zu bekommen. Jetzt haben wir einen Stufe 5 Resladero und das ist im Grunde auch schon die ganze Strategie. Das ist jetzt zwar nicht unser Giga-Dynamax-Pokémon, aber wir können wieder die Uhrzeit, also das Datum, einen Tag vorstellen, brechen unseren Raid wieder ab. Es ist außerdem vollkommen egal, ob ihr online oder offline seid, es spielt wirklich keine Rolle. Wir suchen wieder nach einem Raid. Wir haben wieder ein Resladero bekommen, ist nicht schlimm. Im Grunde ist es gut, weil Resladero ein wirklich gutes Pokémon ist. Ihr könnt das Ganze natürlich auch benutzen, um andere Pokémon zu suchen. Es muss nicht mal ein Giga-Dynamax-Pokémon sein, es gibt auch andere gute Pokémon, die man aus so einem Raid bekommen kann. Oder generell, wenn ihr 5-Sterne-Raids für die XP-Bonbons machen wollt. Es gibt wirklich viele, viele Anwendungsmöglichkeiten damit. Hier haben wir jetzt zum Beispiel ein 4-Sterne Galagladi, auch nicht ganz verkehrt, aber nicht das, was wir möchten. Das müsst ihr also so lange machen, bis ihr euer Giga-Dynamax-Pokémon bekommen habt. Wie gesagt, je nachdem kann das ein bisschen dauern. Machomeist, wie gesagt, ein 5%-Encounter. Also nochmal 50% unwahrscheinlicher, als überhaupt einen violetten Raid zu finden. Aber man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Früher oder später wird es schon passieren. Hier haben wir zum Beispiel jetzt einen Mushroom bekommen. Also ja, das ist im Grunde schon das ganze große Geheimnis. Absolut nicht schwer, sehr leicht vorzubereiten. Und ja, der Rest ist einfach nur Glück. So, nach, ich glaube, circa 40 Resets und circa, lass es vielleicht 10 bis 15 Minuten gewesen sein, habe ich es geschafft. Ich habe ein Giga Dynamax Machomai gefunden. Ja, 5% Chance im violetten Raid ist erfüllt, aber ich rate euch, wenn ihr euer Giga Dynamax Pokémon gefunden habt und ihr erkennt es an dem Sprite, auf gar keinen Fall startet ihr sofort den Kampf. Ihr brecht den Raid erst ab und geht danach einmal ins Menü, um zu speichern. Denn wenn ihr das Giga Dynamax Pokémon nicht beim ersten Versuch fangt, müsst ihr den kompletten Raid nochmal von vorne beginnen. Das heißt, ihr müsst einen violetten Raid suchen, ihr müsst erst nach dem Machomai wieder suchen, also den ganzen Prozess nochmal von vorne, und das will wirklich keiner. Deswegen meine Empfehlung, speichert vorher, weil dann, falls ihr das Pokémon nicht fangt, könnt ihr einfach das Spiel neu starten und euer Machomai wird auf jeden Fall wieder da sein. So. Und das war's im Großen und Ganzen auch schon, liebe Leute. So einfach könnt ihr Giga Dynamax Pokémon oder generell Pokémon aus deiner Raids erfahren. Ich hoffe, dass euch das Ganze geholfen hat. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, zögert nicht, sie mir in den Kommentaren zu stellen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen grandiosen Tag. Vergesst nicht, dem Video eine positive Bewertung zu geben, falls es euch geholfen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal und bye bye.